Schließlich kommt durch die richtige Beleuchtung Farbe erst zur Geltung und alles andere auch. Nur leider behandeln wir Licht oft viel zu stiefmütterlich. Nach dem Motto, Licht muss in erster Linie hell machen. In vielen Wohnungen bleibt es dabei, obwohl Licht so viel mehr kann. Licht hilft uns dabei, uns zu orientieren. In der Dunkelheit macht Licht unsere Umwelt sichtbar. Aber künstliches Licht erzeugt auch Stimmungen. Diese Stimmungen sind planbar. Zwei, die sich seit Jahren mit der Wirkung von Licht auf die Gefühle der Menschen befassen, sind der Lichtplaner Christoph Zippel und die Innenarchitektin Christiane von der Linde. Das, was ein Lichtplaner macht, ist nicht unbedingt die Auswahl eines besonders schönen Lampenschirmes. Es geht darum, herauszufinden, wo welches Licht gebraucht wird im Raum. Und dann das Licht in die richtige Atmosphäre einfließen zu lassen. Die Innenarchitektin spielt bei ihren Projekten mit Emotionen. Für die dazu notwendige Lichtatmosphäre beauftragt sie den Lichtplaner. Bei dem riesigen Angebot an Lampen und Leuchten, die es auf dem Markt gibt und die auch ständig auf dem Markt neu kommen, ist es unmöglich, ständig auf dem Laufenden zu bleiben. Eines ihrer gemeinsamen Projekte ist das Café Jules in Heidelberg. Es gibt zwei Farben hier, vorne das rote, warme Rot mit Gold zusammen, der so ein bisschen die Leute auch hier vorne reinlocken soll. Und der Kaffeebereich wird natürlich betont durch die Kaffeetasse. Und dann haben wir als Raumteilung ja ein Tuch geplant gehabt, damit die Durchsicht ein bisschen verhindert wird. Und durch die Dia-Projektion bekommt man von außen noch einen sehr schönen Eindruck. Wir hatten das Problem, dass wir sehr, sehr wenig Platz hatten und deswegen haben wir in diesem Falle LED verwendet. Hat den Vorteil 30.000 bis 40.000 Stunden Nutzbrenndauer. Gibt es natürlich auch in der Amberfarbe. Hier ist eine einzige kleine LED, die eigentlich das ganze komplette Weinregal da drinnen beleuchtet. Aber auch im Wohnbereich sind die Innenarchitektin und der Lichtplaner ein schöpferisches Team. Für Vivo besuchen sie noch einmal eines ihrer Projekte. Mit Kunstlicht gestalten wir Räume. Wir können Akzente setzen, wir können Dinge hervorheben, wir können Dinge in den Hintergrund rücken lassen. Eine Herausforderung für Zippel war die Inszenierung eines Kunstobjektes im Spiel von Licht und Schatten. Mithilfe von Tests kann man feststellen, wie kann man was beleuchten. Hier zum Beispiel indirekte Beleuchtung. Dann, wenn Licht von vorne drauf fällt, hat man plötzlich eine Dreidimensionalität und eine spannende Inszenierung. Die Beleuchtung des Esstisches ist auf Größe und Form der Tischfläche abgestimmt. Das Problem, keine Stromleitung über dem Tisch konnte Zippel hier elegant mit einer ausladenden, geschwungenen Stehleuchte umgehen. Direkt über der Tischplatte platziert, blendet das Licht nicht und der direkte Blickkontakt zum Gegenüber bleibt erhalten. Im Schlafzimmer haben wir den Stauraum und Schrankbereich mit einer Holzlederwand abgetrennt, in der sich im unteren Bereich noch ein Fernseher befindet. Wir haben indirektes Licht im Schrankbereich gemacht und wir haben zwei dekorative Landleuchten montiert auf die Lederwand, damit ein wenig Raumatmosphäre gemacht wird. Die Veränderung der Lichtstimmung ist ein wichtiges Thema im Schlafzimmer. Voraussetzung dafür? Ein Dimmer. Das Wichtigste bei guter Nachttischbeleuchtung ist, dass man einen begrenzten Bereich beleuchtet, damit der Partner in Ruhe einschlafen kann. Im Wohnzimmer schaffen verschiedene Lichtinseln eine behagliche Atmosphäre. In der Leseecke kommt helles Licht gut zur Geltung, weil es über dem Niveau der Grundbeleuchtung liegt. Die Verwendung farbiger Leuchtmittel sorgt zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Regale und Vitrinen werden durch gezielte Lichtakzente betont. Licht, bei dem sich die Menschen wohlfühlen, das liegt mir am Herzen. Das richtige Licht in Funktion und Gestalt, passend zum Budget, ist immer wieder eine große Herausforderung. Deswegen ist es ganz wichtig, in der Planungsphase schon dabei zu sein. Und das lohnt sich, denn in der Zeit, in der wir zu Hause entspannen können, sorgt Kunstlicht für das nötige Wohlgefühl. Lichtplaner sind übrigens kein unbezahlbarer Luxus. Im Gegenteil, viele Lichtplaner nehmen noch nicht einmal ein Honorar. Sie müssen aber die Leuchten über die Lichtplaner kaufen, wobei es da, keine Sorge, auch viele günstige Angebote gibt und nicht nur teure Designerware.